Okay, offen sind wir auf dem Gelände von dem. Ja, ja. Glauben Sie, dass man auch hier den Premierminister gefangen hält? Das ist sehr wahrscheinlich, aber das bedeutet auch, dass dieser Ort mit Augen bewacht wird. Bleibt auf der Hut und seid vorsichtig, verstanden? Ey, ich hätte das doch. Kapitel 11. Ich hätte das echt in den anderen machen können. Ja, ne? So unnötig jetzt. Kapitel 11. Das Zeitlabor. Vorletztes Kapitel. Kommt hier die Wende? Ja, in diesem Kapitel. Ich glaube nicht, dass wir so einfach durch das Tor spazieren können. Vielleicht gibt es einen unauffälligen Steineingang. Er seid länger. Gut, ihr die Brüste. Bestimmt könnt ihr uns alle Steineingang. Du siehst, ich bin verwirrt. Doch, ach, Timmel. Da, von da kommen wir ja. Achso. Da ist ein Rätsel. Ich glaube, hier können wir uns reinschleichen. Schaut mal dort, eine Nachricht ausgehängt. Oh, wo war denn? Auf diesem Zettel an der Wand, seht ihr es? Von Luke, ne? 111. 110 fehlt. 110 haben wir dort davor. War es das Schloss? Stimmt, ja. Du hast recht. 111. Das ist die Frage. So entschärfst du die Türfallen. Einer der vier Knöpfe, A, B, C oder D, deaktiviert das Türsicherheitssystem. Um dies zu finden, wie viel Picard zu 40. Bewege dich vom mittleren Quadrat aus vier Feld, horizontale oder vertikale Richtung in den Reihenfolge Rot, Blau, Gelb, bis du auf den richtigen Knopf stößt. Du darfst dasselbe Feld. Okay. Achso, das ist simpel. Hatte Rot, Blau, Gelb. Okay, Notiz. Rot, Blau, Gelb, Rot, Blau, Gelb, Rot, okay, das ist falsch, Rot, Blau, okay, ist auch falsch, also A ist falsch, okay, löschen, falsch, Rot, Blau, Gelb, okay, da geht's auch nicht weiter. Hä? Was? Guck mal, Rot, Blau, ja, Gelb. Ja, okay. Ist auch falsch. Also man muss nach oben, ne? Ich glaub schon, würde ich mal denken. Okay, warte. Rot, Blau, Gelb. Nein, das ist falsch. Rot, Blau, Gelb. Hä? Also da kann man gar nicht hin. Also man muss rot, man muss warte, da. Warte, wir machen einen anderen Weg mal. Wir benutzen mal, wir denken mal rückwärts. Gelb, Blau, Rot. Geht nicht. Dann muss wieder gelb jetzt. Stimmt, dann ist das hier falsch. Dann ist es B. Nee, A ist glaube ich vielleicht doch richtig, aber. Warte, ich versuche es. Ja, okay, rot, blau, gelb, rot, guck mal, blau. Rot, blau, rot, blau, gelb, rot, blau, blau gelb, gelb, rot, blau. Achso, okay. Das ist hier falsch. Rot, blau, gelb. Rot, blau, gelb. Nein, du hast gerade einen Fehler gemacht. Rot, blau, gelb. Rot. Blau, gelb, rot, blau, gelb, rot, blau, gelb, rot, blau, gelb, rot, blau, gelb, rot. Das ist doch A. Muss aber voll den Umweg gehen. Ob das richtig ist? Ja. Habt ihr gesehen? Kein Kommentar. Guck, muss echt diesen langen Weg gehen. So Umweg. Halt, ich hab's geschafft. Wer weiß, was wir hören, wenn ich das Rätsel nicht hätte. Halt die Fresse. Wir wissen deine Hilfe sehr zu schnell. Wir könnten diese, ja. Ach, rein? Ja, einfach rein. Und da wartet schon einer auf uns. Weil ihr auch langsam Zeit. Wenigstens hat ihr genug Hirnmasse gebracht, um meine Rätsel zu knacken. Hallo Don Paolo, wie geht's? Hallo Don Paolo, wie geht's? Ich fasse es nicht durch. Könntest du nicht wenigstens so tun, als hättest du nur einen Hauch Respekt vor mir? Paul, wir haben es überhaupt geschafft. Wie haben sie es überhaupt geschafft, von der Themse rüberzuquirren? Okay, ich verrate das, ich verrate dir mal darüber. Mein wahrer Gentleman, seien es Leuten. Ein wahrer Gentleman hält seine Geheimnisse für sich. Ihr werdet nie rausfinden, wie ich es hier. Sie haben bestimmt ihre ugliche Flugmaschine mit, um dann diese Flugufer zu gelangen, oder? Okay, das ist ja wohl der Gipfel der Unverfrorenheit. Ich verrate nichts, Bester. Und jetzt kusch dich, du erlärmender Brut. Schon. Küss dich oder so. Schon verstanden, Paul. Dann lass uns weitergehen. Versteckte Rätsel. Versteckte Rätsel. Die Münze. Das Rohr. Ah, hier. Das Rohr. Da muss runter. Ja, müssen wir dann. Was hast du jetzt mit dieser vierten Ach, wirklich?
Hallo, Holla, Kapitän hat den Durchblick, weiß Bescheid, weg da, ich gehe voran. Auf keinen Fall, ich bin der Jüngste und Flinkste von uns, ich wollte als Erster gehen. Da hält sich wohl jemand für ein kleines Äffchen. Okay, wie kommt, nicht, ja, zur Seite, also wirklich, das war's. Ja. Oh, Don Paul, ich bin ja so enttäuscht. In der Verkleidung des Professors haben sie sich viel höflicher und angemessener verhalten. Aber natürlich habe ich das. Wenn ich eine Rolle schlüpfe, versuche ich jeden Charakter zurück, der total getreu wiederzugeben. Bis sie Laytons Methode, sich mit seiner Gentleman-Getue zugunsten der Leute zu schleichen. Furchtbar, wie können sie das sagen? Er äfft den Gentleman nicht nach. Er ist ein wahrer Gentleman. Von mir aus, pass auf, lass uns die elenden Diskussionen einfach mal mit einem Rätsel beenden. Wow. 112. Ja. Kraxelrätsel. Kraxelrätsel. Mhm. Das ist eine merkwürdige Baustelle. Alle Leiter und Träger müssen einmal die von dir überquert werden. Beginne deinen Weg bei dem rosa Pfeil und. Welche rosa? Ach, da oben. Achso, rosa. Oder? Da oben, oben. Das ist auch ein rosa. Rosa Pfeil. Passiert Punkte. A, B, C und dann genau in diese Reihenfolge. Du kannst zwar nicht einmal zweimal denselben Weg laufen oder klettern, aber du darfst. Ruhig seitlich von Leitern vorbeigehen, die du benutzt hast. In welcher Reihenfolge passierst du die weiße Leitern? Bewege die durchnummerierten Leitern an der passenden Stelle. Was? Ach, die Zahlen. Aufnahme, haben wir das nicht mehr richtig auf? Ach, das meinst du, ja, okay. Also wir haben die Lösung. Es ist 1, 2, 3. Wie ihr auf dem Bild gerade gesehen habt. Das ist schon so gut gelöst. Ich wusste es. Ist ja schön. Ach, es gibt sogar mehrere Möglichkeiten. Aha! Wir haben die hier genommen. Ja, irgendwie so. Hm, anscheinend ist dein Kopf doch nicht so etwas zu auch etwas gebraucht. Abgemacht ist, aber geh voran. Habt ihr es extra daraus gemacht, um. Na, dann da die Luft ist rein. Ihr könnt runterklettern. Dann ist hier ganz nach einem Tunnel aus. In einer Forschung, ja. Ich werde meine Scheite, dass es bis ganz zurück zur Themse führt. Sie klingen ja ganz sicher. Pa, vergiss nicht, mit wem du sprichst, Bursche. Niemand kennt sie mit deinem schurkischen Geheimlaboren besser aus als Don Paolo. Anscheinend braucht jeder Mensch eine Beschäftigung. Oje, was ist los? Diese Materialien sehen ganz nach aus, als ob... Ach nein, ich muss mich irren, vergiss das. Okay, nach was sieht das denn für dich aus, Leighton? Ich weiß es. Stecktes Rätsel. Oh, welches Reiz in die Burschen, da haben wir ein verbundenes Rätsel gefunden. 150. Halb so alt. Halb so alt. Oh, scheiße, Mann. Schwer? Zwei Schwestern unterhalten sich über ihre Altersunterschied. Vor einem Jahr war ich genau halb so alt wie du, stellte die Jüngere fest. Daraufhin die Ältere. Und auch in einem Jahr wirst du halb so alt sein wie ich. Weißt du, wieso? Schau, wenn du die Zahl in zwei Hälften teilst, eine obere und eine untere, zeigen beide dein Alter in einem Jahr. Wie alt ist deine jüngere Schwester jetzt? So. Okay. Also bis 99 geht das. Das ist schon... Okay, nochmal von vorne. 92 wollte ich rein. War ich genau halb so alt wie... Vor einem Jahr war ich genau halb so alt wie du, stellt die Junge fest. Aber ich check das nicht. Warum denn die Ja, deswegen habe ich gesagt, oh nein. Weißt du, wieso? Weißt du, wieso? In zwei Hälften teilt. Warte, wie viel, das Anfangsjahr muss ich wissen. Eine obere und ein und eine untere zeigen beide dein Alter in einem Jahr. 8. Nein, 0, 0. Nein, das bringt nichts. Welche Zahl zeigt denn... Vor einem Jahr genauso. Hä, welche Zahl zeigt das denn? Sagen wir mal, die ist 24, ne? Mhm. Vor einem Jahr war ich halb so alt wie du. Vor einem Jahr habe ich also 12. Obwohl sie jetzt 13 ist, oder? Hm? Meint sie doch, oder? Ja. Deswegen checke ich diese Rätsel nicht. Die mag ich allgemein nicht. Solche. Sie 25 und sie. Das macht keinen Sinn. Schau, wenn du die Zeit in zwei Hälften teilst: eine obere und eine untere. Die muss simpel sein. 15 Pikaratpunkte. Ja, deswegen ja, warte. Eine obere und eine untere. Welche Zahlen gibt es denn? 1, 2, 3. Ja, ich weiß jetzt. Welche Zahl kann man zeigen in deinem Alter in einem Jahr? Guck mal hier, wenn du.
Schau, wenn du die Zahlen ein zwei Hälften teilst, eine obere und eine untere, zeigen beide dein Alter in einem Jahr. Welche Zahl kann man denn hier teilen? Wieso, das muss ja nicht bis 9 sein, das kann auch älter sein. Aber allgemein einfach. In zwei Hälften teilst du eine obere und eine untere. Zeigen beide dein Alter in einem Jahr. Ich check, mach Hinweise. Wozu hast du die Münzen dann? Komm. Warte, wenn ich das teile. Das da, Mann. 0-0. Wir sind dumm, die kommen 15 Pikaraten. Mhm. Wie alt deine Schwester vor einem Jahr war, kannst du erst einmal aus von außen lassen. Wichtig ist zunächst ihr Alter in einem Jahr. Wie ist wohl damit gemeint? Die Zahl in einem Oberen. Ja, das ja, genau, das fragen wir uns. Das ja. Das war eine tolle Hinweis. Warte mal, was ist wohl damit gemeint? Die Zahl in einer oberen und einer unteren Hälfte zu teilen? Komm, ich will noch einen. Warte, nochmal gucken. Ich brauche noch einen Tipp. Okay. 50 Pikarat! Was läuft mit uns? Bist du hinter der Bedeutung von die Zahl in der oberen und unteren gekommen? Genau, die Zahl entlang der Mitte, also würdest du von links nach rechts mit einer Schere... Das hab ich doch gerade gemacht! Und wenn es mit einer Ziffer von 0 bis 9 versucht, kommt es gleich eigentlich nur bei der 1 und der 8 etwas Besonderes heraus. Ja, guck. Bei der 8 wird... Ja, bei 3 kommt die dritte... Nee, guck mal hier. Das haben wir gemacht, ne? Mhm. 10? Was meinst du? Warte. Dein Alter in einem Jahr. Warte, wenn die 22. Wenn die 22 ist, die Hälfte ist alt. Na, sag mal, wir teilen die 1. Ach, die meinen so eine 1, ne? So eine gerade, ja. So ein Strich, ne? 11. 18. 10. Könnte es sein? Warte, wir haben auch mal einen dritten Hinweis. Warte mal, nein. Schau, wenn du die Zeichen hast. Eine zeigen beide Alter in einem Jahr 10. Also ist sie 9. Jetzt. Ja, ne? Würde auch Sinn ergeben. Mal sehen, ob das stimmt. Ja. Das war schon ganz dämlich. Also, ja, das war schon ein bisschen dämlich gemacht. Voila, es ist vollbracht. Ich wäre jetzt ja 125. Okay, wir müssen. Dieses Rolltor versperrt uns den Weg. Ich glaube langsam, dass wir uns nicht gerade willkommen sind. Ganz klar, Flora, Sie arbeiten in kriminellen Subjekten. Je hinterhältiger die Tat, desto mehr sind Sie auf der Hut. Sieh nur, Sie haben wahnsinnig sich mit einem Rätsel zu versehen. 130. War das 712? 112? Ist 150 gewesen. Ach ja. Juhu. Yeah, bewege dir Feld von Feld. Von Feld für Feld vom grünen zum roten Quadrat. Was der Haken an der Sache ist, willst du wissen? Nun ja, du kannst dich nur auf Zahlenfelder bewegen, deren Wert um genau 1 vor dem Feld abweicht. Okay. Auf dem du gerade stehst. Befolge diese Regel und erreiche dein Ziel, damit sich die Tür öffnet. Jede berührte Zahlenfeld leuchtet auf. Stell sicher, dass alle Zahlenfelder auf dem Weg leuchten, bevor du Antwort berührst. Mach du. Okay. Was? Aha, okay. Was meinst du mit abweicht? Mit 1? Also guck mal, wenn da 2 ist, dann darfst du auf 3 oder 1 gehen. Ach so, okay. Ach so, ich mach den anders Weg. Man muss auf Rot gelangen, ne? Mhm. Von hier kann er nur das abweichen, von hier nur das, von hier nur das, von hier entweder das oder das. Also gibt es vielleicht mehrere Möglichkeiten dann? Warte. Genau, 5, dann 4, dann 4, dann 3, dann 4. Ja, das würde hin. Das würde. Ja, ab hier würde Stopp. Stimmt, okay, dann ist das andere Weg. Ab da Stopp. Geht auch nicht weiter. So. Wirklich? 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 4, 3, 2, ja. Das ist meine Antwort. Hey. Ich wusste es. Du hast den richtigen Weg entdeckt. Hm.
Ah, dieses Schloss hat noch deren Haufen gegen den Namen erachten. Das. Ich glaube, du hast das nicht sehr genossen, dieses Schloss aufzubrechen, Luke. Da könnte sonst Anfänger. Diese unnötigen Gespräche zwischen denen. Was kommen wir 112? Mhm. Ja, wir haben alles bisher. Du Scheiße. Was ist das denn? Was denn? Noch zurück? Achso, das waren die Hinweise. Achso. Achso. Was haben Sie denn hier zu suchen? Nicht so laut, mein Herr. Wir sind hier, um Sie zu befreien. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Sie brauchen sich nichts Unwissen zu stellen, mein Bester. Wir wissen nicht alles über Ihre Bescheid. Sie wurden von Clan gefallen. Oder sollte ich eher sagen, von Dimitri L. Nur wegen der. Und nun werden Sie gezwungen, Ihre Forschung an diesem finsteren Ort zu betreiben, richtig? Dimitri L.? Sie kennen also seinen Namen? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin der Feuerwehrleutnant Layton. Dimitri hat seinen guten Ruf für seine Zwecke. Seine Zwecke missbraucht. Oh, sind Sie Archäologe, richtig? Dann hätten Sie erwähnt, dann nun gibt es alles seinen Sinn. Sie können sich nicht vorstellen, wie er schockiert ich war, als Layton sich als Dimitri entpuppte. Wissen Sie als andere Wissenschaftler ebenfalls von Dimitri wahre Identität? Manche schon, ja, aber ich mag es nicht. Ich wage es nicht, mit irgendjemandem hier darüber zu sprechen. Nicht vorzustellen, was der Clan mit antun würde, wenn ich diese Information ausplaudern würde. Verstehe. Nun, verkehrt Dimitri denn in dieser Anlage? Manchmal, er kommt und geht dann wieder, ganz wie... Hui, schnell, versteckt euch, die Wachen kommen. Denkst das? Es wird ein Rätsel kommen, wo wir das hier auf die Fallen lassen werden. Das ist echt so. Wirft ein Bumerang? Oder ein Pfeil? Nein, mit Schwert, einfach mit Schwert. Oh. Boah, hier sieht's wie in einem alten Kellerverschlag. Wieso müssen wir überhaupt hier Waffen stehen? Hier fängt man höchstens an Schnüpfen. Keine Einbrecher. Darf ich dann daran erinnern, dass wir das letzte Mal die Gerüche vermasselt hatten? Genau deshalb dürfen wir in diesem Loch Schmiere stehen. Das ist unsere gerechte Strafe. Ich würde sagen, wir sind immer noch gewöhnlich davon gekommen. Wenn Bosso dich rummeckern hört, dann macht er kurz den Prozess mit dir, du Jammerlappen. Ich wünschte, ich wäre in der Schule geblieben. Diese Laufbahn war die falsche Wahl, glaube ich. So ein Dummkopf. Mach Halblang, du Vogel. Wir haben noch 10 Stunden vor uns, also ziehen wir es durch und heimal. In die Zeit durchschlagen wir zwar auch zu rumzukommen und ziehen einen Blitz oder sowas. Habt ihr das gehört? Das habe ich. Die Zäune werden die nächsten 10 Stunden lang dabei Wache stehen. Ich gehe wieder. Die Wachen kennen mich. Wenn ich mich allein vorbei, die lassen mich durch. Warten Sie unten einen Moment. Ich weiß, wie wir die beiden überlisten können. Aber wie? Eigentlich ist er ja nicht meine bevorzugte Art, Probleme zu lösen, aber bezeichnet die Situation verlangen auch nach konventionellen Lösungsansätzen. 114. Seilwürfer. 60. Oh. Okay, das muss ich nicht vorlesen, oder? Außergewicht. So, indem du. Ja, okay. Einfach schieben, ne? Ach so. Hä? Das muss perfekt dahin passen. Ach so, okay. Okay, was passt zu dieser Form? Kann ich so drehen? Nein. Was machst du da? Nein, ich probiere es einfach gerade so aus. Das geht doch schon mal nicht. Oder? Eins, was nach rechts zeigen muss. Ja, so zum Beispiel. Okay, das geht ja nicht. Soll ich was testen? Komm. Aha, okay. Das könnte auch das sein. Das braucht auch keinen Sinn. So. Das ist hier so. Hä? Mm-mm. Was ist das denn? Eins, was nach oben zeigt einfach, oder? Es muss schon passend da sein. Das passt eigentlich, aber ja, das da. Passt. Muss das sein? Ich glaube, das ist egal. Oder muss das einfach rein? Ja. Ja, dann kommst du langsam weiter. Hier aber nicht. Aber das da. Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen falsch, das da. Dieses? Mhm, das passt ja nicht. Ja, okay. Ich guck gleich. Nee. Das da? Mhm, guck mal das Seil da. Gibt's irgendwas, was so ähnlich ist wie das? Siehst du eins? Außer das. Guck. Das hier? Mhm. Ja, dann passt diese Form nicht mehr. Dann muss das da? Ja. Gibt's eins, was nach oben zeigt? Das war, ne? Nein. Gibt's kein anderes. Oder? Wieso muss es nach oben zeigen? Es kann auch nach rechts.
Ich meine so nach oben und dann nach rechts oder so. Stimmt. Wo war das? Welches habe ich genommen? Das da. Nein, das habe ich nicht genommen. Dann war es das hier. Hm. Da muss das hier eine andere Form haben. Die mittlere hier. Das da? Mhm. Das muss ich mit dem hier irgendwie verbinden können. Gibt's irgendwas, was so ist und danach noch hier? Das da. Aber. Ja, aber. Das da? Ja. Ja, geht doch. Und hier wäre dann. Nicht das da, das da. Mhm. In dem oberen Teil der Tür. Welches von denen könnte gehen? Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt so richtig Bock auf Pommes habe. Hier noch so ein Ding, was da oben geht, oder? Warte, gib mal. Hm. Ach, ich hab's. Genau. Hm. Die beiden verbindet. Das dann. Richtig. Die, das hier? Ja. Ja. Das muss weg. Das glaube ich muss nach oben zeigen, ja. Glaubst du nicht, dass irgendwie eine Verbindung sein muss? Zwischen allen? Ja, ja doch, muss auch. Aber das passt jetzt nicht, der obere Eck, glaube ich. Ja, das so. Ja. Das ist es. Ging ja schnell. Bisschen. So sollte es stimmen. Mhm. Ganz wie ich vermutete. 60 dafür. Man kann ja Fehler machen. Ja. Sag ich ja, jetzt sind die auf dem Boden. Hui, das haben sie ja beiden nicht kommen sehen. Na, die sind ja erst aufs Eis gelegt. Na, für gewöhnlich heißt sich Gewalt nicht gut, aber jetzt können wir zumindest gute Schritte passieren. Bevor wir weitergehen, hören Sie mich bitte an. Die sind hierher gekommen, um Dimitri davon abzuhalten, seine Zeitmaschine zu folgen. Zudem möchten wir alle Dimitri gefangen halten und bis zur Schabbel befreien. Fahren Sie fort.